Können wir mal ein bisschen Flipamt gucken. Warum nicht? Vorher nochmal, bevor wir hier vor nochmal einen heftigen Push für Marvin Neumann. Es ist Fasching, es ist Karneval, ein Tusch. Ja, ich höre es leider selber auf meinen Kopfhörer nicht, weil das in OBS ist. ja. Ausrufezeichen Tusch in den Chat. Wenn ihr selbst mal auslösen wollt. Wenn du selbst mal einen Tusch auslösen willst. Ausrufezeichen Polonaise. Gibt's Musik. Ja. Ich habe da auch Fehler gemacht, ganz klar. Und das ärgert mich auch. Das sage ich in voller Philipp am Ernsthaftigkeit. Tor. Das ärgert mich total. Das ist jetzt nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man mal einen Joint raucht. Philipp Amthor ist einer der Ach du berühmtesten Scheiße. Bundestag. Es hat ja schon super angefangen. Der Untergang des christlichen Abendgangs, wenn man. Nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man einen Joint raucht. Es ist. Och, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh Mann. Philipp Amthor. Abgeordneten. Seine Bundestagsreden gehen jedes Mal viral. Und ich Ist ja dachte mir, richtig, ich aber setze mich mal mit ja. Philipp Amthor in Die Verbindung und Formulierung. stelle ihm mal eure Fragen. Ich habe euch im Community-Tab nämlich gefragt, was würdet ihr Philipp Amthor selbst mal fragen wollen? Und ein paar Fragen habe ich ihm weitergeleitet, die er jetzt für euch beantwortet. Philipp Amthor, der älteste, jüngste Abgeordnete im Bundestag. Ja. Den haben sie damals totgelassen bei der Reisegruppe. Das ist Reisegruppe mit der Grundschule im Bundestag und den haben sie dort verlassen. Den haben sie dort zurückgelassen und der wurde dann von den Abgeordneten großgezogen und seitdem ist er dort. Der wurde von den Abgeordneten großgezogen. Deshalb ist er so geworden. Ja, Philipp, wie geht's dir eigentlich? Ist seltsam, wenn man fremde Witze zitiert, das ist dann halt. Ja. Ein Tusch. Es gibt halt leider ein Video vor. Elements of the Great Reset. Ja. Ich habe da auch Fehler gemacht, ganz klar. Und das ärgert mich. Für euch beantwortet. Ja, Philipp, wie geht's dir eigentlich? Bist du gesund? Ist alles soweit okay? Ja, also vielen Dank, dass ich bei dir im Format sein kann heute. Ich bin Gott sei Dank persönlich bisher ganz gut. Warte mal kurz, ich guck mal gerade aufs Regal da hinter ihm. Also abgesehen davon, dass er eine fette Deutschlandflagge in seinem Büro stehen hat, hat er hier das die Autobiografie wahrscheinlich von Friedrich Merz im Regal stehen. Mit der Vorderseite, also nicht eingereiht mit dem Buchrücken also mit der Buchseite zum nach vorne, dass man den Titel sieht, sondern direkt, also mit so schön demonstrativ aufgestellt, so vorne dahinter stehen, so ein bisschen, der hat dann die drei Bücher nach hinten gerückt, also extra fürs Video, damit man sieht. Man sieht es hier, da sind ein paar Gesetzesbücher wahrscheinlich, so ein bisschen, da hat er das Friedrich Merz nach vorne jetzt dann gemacht. Das ist ein Fan von Friedrich Merz, wie es ausschaut. Können wir gleich mal daran. Es ist hier ein bisschen verschwommen, da kann man nicht ganz sehen, worum es hier geht, aber hier ist eine EU, wahrscheinlich EU-Richtlinien und so weiter. Gesetz, dann hat hier alles Gesetzesbücher wahrscheinlich 15, 16, 17, das sind hier die ganzen rechtlichen Sachen und so weiter. Philipp Amthor ist ja ein richtiger Rechtskenner, der kennt sich ja aus mit den Gesetzen und so weiter, liest das in seiner Freizeit wahrscheinlich. Ja, man kennt ja die Videos, wo die viralen Videos hat Marvin Neumann schon erwähnt, dass wo Amthor im Bundestag die AfD belehrt zum Grundgesetz, wo er der AfD dann aus dem Gesetz vorliest und denen sagt dann, dass das und das steht da drin, das ist, man kennt, der ist durchaus nicht blöd, das ist der kennt auch die Gesetze, das ist ja, der hat das alles gelesen.
Der hat die Bücher, die im, das glaube ich dem auch wirklich. Das ist, der hat die, der hat alle, der hat jedes Buch, was in seinem Regal steht, gelesen. Das ist, ich meine, wenn man so in ein Regal guckt, ich meine, die Bücher stehen auch da, die sind ein bisschen weiter unten. Bei mir sind die Bücher ein bisschen weiter unten gelegen. Sieht man jetzt nicht so unbedingt, die sind in der untersten Etage. Obwohl, da habe ich auch vieles von gelesen. Das Silmarillion steht da drin, das habe ich nicht zu Ende gelesen. Ich habe es angefangen. Das ist dann, das war mir dann ein bisschen zu viel. Durch die Pandemie gekommen, aber natürlich trotzdem in großer Sorge. Natürlich nicht nur wegen der Gesundheit vieler und wegen der epidemischen Lage im Land, sondern auch natürlich, wenn ich in meinen Wahlkreis schaue, Mecklenburg-Vorpommern, eine touristische Region, auch eine Region, die von Veranstaltungen und anderem mehr lebt. Und das trifft gerade im Moment viele sehr, sehr hart und deswegen sind wir in politisch echt schwierigen Zeiten. Kommen wir jetzt mal zu den Community-Fragen. Und zwar fragt Niklas Oppermann, was hältst du denn eigentlich vom Verbot von Cannabis? Wäre eine Legalisierung gerade jetzt oder zur jetzigen Situation nicht gut, da es Okay. erhebliche Steuern in die Staatskassen spülen würde Untold und die Cannabis. Ausgaben für Verfolgung gespart werden würden? Ja, also wundert mich natürlich nicht, dass das jetzt als Thema kommt. Ich weiß, das ist ja gerade in YouTube-Formaten immer heiß diskutiert. Ich will dazu jetzt offen sagen, ich habe das mal so scherzhaft in einem anderen Format gesagt. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man mal einen Joint raucht. Dennoch bin ich jetzt nicht der vorderste Vorkämpfer einer Legalisierung von Cannabis. Im Übrigen. Ja. Ich glaube, ich sag mal nichts dazu. Ich glaube, ich sag mal lieber, ich enthalte mich. Ich bin auch nicht der vorderste Kämpfer im Kampf der zur Legalisierung, aber ich hatte auch früher mal eine Meinung. Es gibt ein YouTube-Video dazu von mir, wo ich sehr stark gegen die Legalisierung von Marihuana argumentiere. Es gibt dann einmal ein Crossing-Video, wo ich, also Hashtag Frank Zwergi, wo ich gegen Legalisierung von, groß gehasstes Video auf meinem Kanal, wo ich Argumente gegen die Legalisierung von Marihuana bringe. Ja. Ich sag mal nicht viel, ich sag mal nicht viel dazu, ich sag nicht. Es ist, ja, ich habe inzwischen auch verstanden, dass es mehr, mehr Pro Punkte dazu gibt als Kontrapunkte dazu, aber ja, es ist krass, macht kriminell süchtig, gewaltig und ist illegal, weil es verboten ist. Ja, ich meine, wenn ich mir so angucke, was unsere CDU-Politiker und was so auch die, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, aber die Brokkoli, hier die Kollegin hier sagt, die Gras ist kein Brokkoli, Marihuana ist kein Brokkoli. Ich enthalte mich bei dem Thema. Ich enthalte mich ganz gerne. Ich halte mich da raus. Ich bin nicht dafür, ich bin auch nicht dagegen. Das ist, ich bin, es ist. Ich bin, ich, bei dem Thema enthalte ich mich. Man muss sich auch in politischen Themen mal enthalten können. Das ist. Ich konsumiere nur Hanfsamen von Seitenbacher. Ja, ich konsumiere Kaffee, das ist meine einzige Droge, die ich nehme. Das ist, ich persönlich brauche keine Drogen, ich nehme Kaffee. Auch wenn man es mir nicht glaubt, das ist, mir wird häufiger gesagt, dass ich auf andere wirke wie Hai, also als würde ich Kiffer sein. Das ist wegen den roten Augen, das kommt, weil ich, ja, darum. und weil ich spät ins Bett gehe und früh aufstehe und es ist wenig Schlaf kriege und müde bin, deshalb sind meine Augen. Ja, es liegt am Bart, glaube mir. Ja, und ich bin halt ständig fröhlich, ich bin halt gut drauf, ich bin halt, es ist halt, und ich fresse viel, ich bin halt hungrig, das ist halt, das ist dann auch noch was dazu spricht und am Bart, also es ist halt vieles, ist halt die rot an den laufenden Augen, die Blut in den laufenden roten Augen, das ist halt, ja. Deswegen. Es ist halt,
glaube ich, das Argument sozusagen der Steuereinnahmen, da bin ich sozusagen als Liberaler dann doch eher skeptisch, weil... Ich kann nicht mehr. Hat Philipp Amthor gerade gesagt, hat Philipp Amthor sich gerade als Liberaler bezeichnet? Ich muss kotzen. Sorry, ich bin kurz im Bad, ich muss kotzen. Hat Philipp Amthor sich gerade liberal genannt? Schwierig. Wenn Philipp Amthor liberal ist, dann ist doch liberal wirtschaftlich. Da haben wir zwei andere Definitionen von liberal. Also es ist ja liberal. Ja, nein. Nein, wirklich nicht. Er ist vieles, aber nicht liberal. Die CDU ist nicht liberal. Die Funktion, den Staat zu finanzieren und nicht unbedingt sozusagen die Funktion, jetzt nur zu sagen, man erzielt jetzt irgendwelche Erträge aus diesem oder jenem. Also das ist jetzt vielleicht nicht das Argument für Cannabis-Legalisierung. Dann hört man häufig das Argument, naja, es wird ja nicht so stark verfolgt, deswegen, und das macht ja eh jeder, dann kann man es auch gleich erlauben. Da muss ich immer sagen, das ist so ein bisschen wie mit dem kleinen Ladendiebstahl. Da würde man ja auch nicht sagen, okay, Kaugummis klauen ist erlaubt. Also das ist auch kein gutes Argument, aber... Ja, obwohl es ist beim Ladendiebstahl, das gibt's ja inzwischen die Sache, das ist ja das Ding, also das rechnen, das haben ja die Unternehmen inzwischen. Es ist ja, wenn du Kaugummi klaust, da bringt dich keiner, also das ist, abgesehen davon, dass das ein ziemlich scheiß schlechter Vergleich ist, Ladendiebstahl mit Legalisierung von Drogen zu vergleichen, sind jetzt ja Vergleiche, die jetzt irgendwo hergeholt sind. Aber wenn da kommst du auch nicht in den Knast dafür. Das ist, die Läden haben das einkalkuliert. Das ist also ein, also wenn du ein, das juckt dem, also du, wahrscheinlich, also wenn eine kleine Packung, eine Packung Kaugummi klaust und damit aus dem Laden rennst, ich glaube, da wird dich niemand verfolgen. Das ist bei denen, die haben das. Also ich glaube in den meisten, gerade in den großen Ketten ist es ein Tante Emmas Laden vielleicht schon, aber also wenn jetzt im Aldi eine Schachtel Zigaretten nicht, die sind sowieso hinter Gitter verschlossen, wenn eine Kaugummidose oder eine Kaugummipackung klaust und die in die Hose steckst, das haben die in ihrem Tagesbudget mit eingerechnet, dass am Tag zwei Packungen Süßigkeiten von Kindern mal mitgenommen werden, weil Mama nicht hinguckt und die Kassiererin nicht hinguckt. Es ist, ja, das ist für so ein Unternehmen verkraftbar. Das ist dafür, also das jetzt mit den Drogenlegalisierungen zu vergleichen, das ist schwierig. In der Tat gibt es ja ein paar wissenschaftliche Argumente, über die man auch reden kann. Und deswegen sage ich, man muss sich das alles auf der Basis von Wissenschaft und Fakten angucken. Und ich bin da jetzt nicht der dogmatischste Gegner einer Cannabis-Legalisierung, aber auch nicht ihr größter Vorkämpfer. Aber mal angenommen, es würde jetzt ein CDU-Vorschlag auf den Tisch legen. Ja, also ihr größter Vorkämpfer, das ist ja auch so eine Sache, das erwartet ja niemand von dir. Das ist ja, dann gibt es richtig auf die Fresse vom Sicherheitsdienst. Ja, meine Packung Kaugummi, glaube ich nicht. Das ist, ja. Ja, abgesehen, übrigens, sehr schönes Standbild. schöner Gesichtsausdruck. Lassen wir noch ein bisschen so stehen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Egal, machen wir weiter. Von der CDU oder CSU auch ausgearbeitet wurde, dafür oder dagegen? Also wo du auch wirklich sagen würdest, das sind jetzt valide Punkte von unserer Partei. Wie würdest du am Ende abstimmen? Würdest du mit einem Ja Legalisierung oder eher Nein abstimmen? Also es kommt wirklich, und da sagst du richtig, so ist das in der Politik, eben auf das Gesamtpaket und auf die Abwägungsfaktoren an. Also nein, er wird dagegen stimmen. Er ist ein Friedrich Merz-Fan, wenn man sieht, das ist... Er ist nicht liberal, er ist auch nicht dafür, er wird Nein stimmen. Ich glaube, es kann Konstellationen geben, in denen das geht.
Da muss man aber einige klare Kompromisse machen. Weil wichtig ist natürlich, dass wir dadurch, und ich bin ja auch Innenpolitiker, da ist man für die innere Sicherheit zuständig, dass wir nicht noch sozusagen jetzt Alternativkonstellationen dann bekommen, dass man sagt, diejenigen, die jetzt Cannabis verkaufen, schwarz, die verkaufen dann irgendwie härtere Drogen. Da müssen wir schon gucken, dass man das in den Griff bekommt. Wie? Leute, die Cannabis verkaufen, verkaufen noch härtere Drogen. Es ist. Ja, gut, hat schon. Es gibt jetzt einfach einen Drogenkiosk. Kommst du her, kriegst noch eine Tüte Kokain mit dazu. Hier kriegst noch ein bisschen Crystal Meth mit dazu. Zu deinem gibt's gratis mit dazu heute. Das ist. Wie stellt man sich das vor? Einfach, das ist. Wird am Kiosk mit vertickt. Und wir müssen dann wirklich gucken, dass es unter, ich sag mal, wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Gründen plausibilisierbar ist. Und wenn das alles gewährleistet ist, dann sag ich jetzt nicht, ich stelle mich jetzt hier nicht in die Sendung und sage, das wird so nie im Leben kommen. Es ist ja immer noch, man muss sich immer noch vor Augen fallen halten, selbst wenn es legalisiert wird, wir sehen es in anderen Ländern, zum Beispiel in Holland, das ist. Weil es legalisiert ist, heißt es ja nicht, dass es das für Kinder wie Bonbons an einer Theke gibt und so weiter. Ich meine, in Amsterdam gibt's auch Marihuana Bonbons. Gibt's auch Hanfbonbons und Hanflutscher und so weiter. Habe ich auch schon gesehen, habe ich auch schon im Laden, als in Amsterdam war, angeschaut. Nicht gekauft, nicht gelutscht, aber schon gesehen. Aber trotzdem, nur weil es legalisiert wird, heißt es ja nicht, dass es im Supermarkt in der Krabbelzone, in einem Krabbeltisch dort in der Battlezone für die Kinder auf Augenhöhe liegt. Das würde so laufen wie bei den, also wenn es in den Supermärkten, das glaube ich gar nicht mal, dass es in den Supermarkt Gras geben würde. Und wenn es im Supermarkt gäbe, dann wie die Zigaretten, verschlossen hinter Gittern und du musst einen Ausweis vorzeigen, musst zeigen, dass du das darfst und dass du 18 bist oder 16 bist oder so und dann wird es ja ausgeschlossen rausgeholt, wenn im Supermarkt. Das glaube ich gar nicht, dass das sein wird. Da gibt es Shops, da gehst du hin, da gibt es so einen Kiosk, wo da so Kaffee ist. Graskaffee ist, wo du das kaufen kannst, dann hast du halt, ja, das ist halt, da braucht man keine Angst haben, dass da die Kinder dran kommen, das ist das, ich meine, wird es auch geben, aber es ist das immer so, es gibt auch bei Zigaretten Kinder, die dran kommen, weil sie ihrem großen Bruder sagen, hol mir mal was vom Supermarkt und der holt das den vom Supermarkt. Das wird man wahrscheinlich auch nie verhalten. Das wird es auch jetzt schon geben. Meine Fresse. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ich sehe das pragmatisch und da kommt es auf den Gesamtvorschlag an. Ja. Und ich glaube, da wird es auch Konstellationen geben, in denen man darüber dann redet. Und das muss man wie bei vielen Themen, natürlich ist es emotionalisiert, ist klar. Mich fragt jede Schülergruppe, die ich zu Besuch habe, hier im Deutschen Bundestag aus dem Wahlkreis, da ist natürlich Cannabis. Legalisierung ganz weit oben als Thema und insoweit sehe ich auch Koks und Nutten. Wir brauchen kein Cannabis, wir brauchen Koks und Nutten. Gruß an die Space Fox. Koks und Nutten. Dass da gesellschaftlichen Druck gibt, das zu diskutieren und betrifft ja auch nicht nur junge Menschen, ne? Also es betrifft ja auch durchaus ältere Menschen, auch Menschen mit Krankheit oder bei denen das auch, es ist ja medizinisch ja schon in gewissen Maßen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, das mit der genau. medizinischen. Gibt es die Möglichkeit mit medizinischen, also wenn ich habe, was ich gehört habe, ist was anderes. Das ist so ein bisschen, ich habe Berichte gehört, dass es schwierig ist, also wenn du das wirklich brauchst, ich glaube nicht, dass das, ich meine gehört zu haben, ist auch wieder gefährliches Halbwissen, was ich hier jetzt vortrage. Ich habe gehört, dass es Leuten wirklich schwerfällt, also ist das halt wirklich, da brauchst du schon Bescheinigungen und so weiter, die wirklich schwer zu kriegen sind, dann musst du halt dann wirklich, es ist machbar, aber es ist halt schon,
da jetzt für deine Krankheit, es könnte auch leichter sein. Das ist auch vom Staat erschwert. Da musst du, glaube ich, lange auf deine Behandlung warten und so weiter. Das ist halt, wir kennen es alle, den Bürokratiewahnsinn und so weiter. Die Bürokratie steht im Wege, musst du ewig und 3 Tage Formulare ausfüllen, musst du Anträge machen, das ist das, bis du da rankommst, dann wirst du auf einer Warteliste gesetzt und bis du deine Medizin bekommst, bis das Gras dann auch kriegst, was du gegen deine Schmerzen brauchst, da vergehen dann 3 Jahre, das ist dann, ich meine, ein anderes gehört zu haben, als dass das möglich ist. Es ist sicherlich möglich, aber es ist schon mit Schwierigkeiten verbunden. Es könnte aber deutlich leichter sein. Gerade da bin ich, also in dem Punkt bin ich übrigens eindeutig dafür, wenn du krank bist und du Gras als Medizin brauchst zum Heilen, das ist meine Fresse. Wer spricht denn da dagegen? Bitte gibt es den Leuten noch bitte sofort und ohne irgendwelchen bürokratischen Aufwand irgendwie, wenn die chronische Schmerzen haben und die Schmerzmittel nicht ausreichen und die Gras brauchen, um mich damit Schmerzen zu verhindern. Mein Gott, gibt denen das Zeug. Das ist doch dann nicht. Da muss man doch nicht lange, das muss man. Das war nicht lange bürokratischen Aufwand für machen. Und ansonsten ist es, glaube ich, aber schon so, dass es sozusagen bei Verkürzen Schülergruppen und in das. YouTube-Formaten jetzt intensiver diskutiert wird als irgendwie in anderen Formaten. Aber es ist auch gar nicht schlimm, Gesamtgesellschaftlich, ja. weil am Ende gehört das auch dazu. Und insoweit nehme ich das auch jetzt noch mal aus der Community mit als Appell. Ein Thema, was natürlich gesamtgesellschaftlich diskutiert wird, ist definitiv Klimaschutz. Red Bullet 94 hat nämlich gefragt, wieso wird das E-Auto so gehypt? Sollten wir nicht noch andere Alternativen? Der hat mehrere Fragen gestellt. Welche Vorschläge hat er bei unserem Rentensystem, also Rentensystemverbesserungen, Lobbyismus war die Frage. Das hätte man, das muss jetzt noch drankommen. Dass die Frage jetzt erstmal rausgelassen wird. Ich meine, das Video ist erst bei 5 Minuten. Hoffentlich kommt die Frage noch ran. Lobbyismus ist ein wichtiges Thema, gerade in Richtung Amthor. Also will ich bitte noch, dass die gestellt wird. Wichtige Fragen, die dort steht. Schulen modernisieren, E-Autos kommen jetzt dran, alternativen Wasserstoffautos, Biomethan. Schwierig, Autos zu bauen, das Erleichtern von Wasserstoffautos bauen. Ja, Lobbyismus, das Thema Lobbyismus, das will ich jetzt, das will ich, da will, das will ich, dass das jetzt noch drankommt in den. Wir haben das Video heißt Philipp Amthor unbequeme Antworten, Kommentare. Das erwarte ich jetzt hier, dass das noch rankommt in dem Video. Das will ich jetzt hier Haben noch wie zum sehen. Beispiel Wasserstoffautos oder Biomethanautos. Hast du da eine Meinung? Und Werbung. Meinung zu. Ja, das ist ein total richtiger Punkt aus der Community, in der Tat. Ich wünsche mir eigentlich sehr, dass wir dort noch mehr auf alternative Antriebstechnologien setzen. Also schon dieses Thema E-Fuels zum Beispiel, Wasserstoff, ganz klar, das ist, glaube ich, was, wo man in Alternativen gehen muss, weil wir werden nur mit Elektromobilität den Verbrennungsmotor nicht vollständig ersetzen können. Und gleichzeitig ist aber schon klar, und das weiß im Übrigen auch die deutsche Automobilindustrie, und da ist sie ja auch vorne voran, dass wir da auch eine Transformation auch hinbekommen müssen. Und mir ist nur wichtig, dass wir da beides zusammenbringen, Klima und Wirtschaft. Und ich glaube, das kann auch gehen, ohne dass man es gegeneinander ausspielt. Auch RKG will sich auch erkundigen nach deiner Meinung zu Klimaschutz und im Anschluss daran, auch wie du ganz persönlich darauf achtest. Also gibt es vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, wo du sagst, da bist du zumindest mal hinten dran und da achtest du drauf? Ja, also ich glaube, das Beste, was man als Politiker auch für Klimaschutz machen kann, ist das in der Politik zu berücksichtigen. Als Klima, ja, allererster in der Schritt. Politik. Dann berücksichtigt es doch mal bitte in der Politik, dann berücksichtigt das doch bitte. Die CDU und Klimapolitik, da kann sich eine große Scheibe von abschließen, abschneiden von der anderen. Es ist hier, sagt er selber, mal bitte in der Politik berücksichtigen. Die CDU, das ist doch die, ist doch, da brauchen wir gar nicht für anfangen, das ist doch, ach, Mensch, ja, hier,
sollte man meiner Politik bei. Ja, macht doch eure Klimaziele. Ist doch hinterletzter Scheiß. Das ist doch der. Die Klimaziele der CDU. Das ist doch. Hauptsache die Kohlekraftwerke und so weiter. Alles. Die alte Energie darf weitergeführt werden. Das ist denen wichtig. Schon sagen, schon als Jurist auch, sage ich ganz klar, pacta sunt servanda, Vertrag ist Vertrag, Verträge sind zu halten. Und da erwarte ich auch, dass wir beim Thema Anstrengungen, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen, nochmal etwas nachlegen und da klarer werden, dass wir im Moment schon dabei vorbeischrammen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen in der Perspektive. Und deswegen muss für uns klar sein, dass wir im Bereich Klimaschutz noch Veränderungen herbeiführen. Ich glaube, das geht vor allem durch zwei Dinge. Es geht dadurch, dass wir sagen, die Wirtschaft soll ein ganzes Stück weit ökologischer werden. Das will sie auch. Aber andererseits muss auch unsere Klimapolitik etwas ökonomischer werden. Also die Kräfte des Marktes können etwas besser genutzt werden aus meiner Sicht, wenn man zum Beispiel beim Emissionshandel noch mal mehr Schwerpunkte setzt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Für uns muss klar sein, gerade als jüngere Generation, das Pariser Klimaabkommen, das 1,5-Grad-Ziel, das kann uns nicht gleichgültig sein. Und apropos Klimaschutz. Schaut euch unbedingt auch meine Mini-Reportage zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in unserer Technik an. Dort sage ich euch dann auch, warum... Marvin Neumann macht Reportagen zu... Das klingt gar nicht schlecht. Das können wir uns, müssen wir uns auch mal... Ich meine, die Reportagen, wenn uns jetzt wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich längere Videos, wenn wir uns in Gänze nicht angucken können, zum Back-to-Stream, aber hat wahrscheinlich einen Reportagenkanal noch. Das könnte man auch mal reingucken, noch mal kurz, zumindest mal anschauen. Bastian Elser fragt, was macht deiner Meinung nach ein Politiker, eine Politikerin glaubwürdig? Mhm. Ja, ich glaube, was total wichtig ist für Glaubwürdigkeit, ist, dass man... Auf seinem Hauptkanal die Reportagen oder wo? Also ich sehe es gerade nicht. Naja, schauen wir mal. Leidenschaft in der Debatte spürt. Und ich glaube, das merkt man ja auch bei mir sehr stark, dass ich für die Sache brenne, für meine Heimatregion brenne, für meinen Wahlkreis. Das ist was total wichtig ist, das gehört dazu. Und aber nicht für die Umweltschutz, das ist CDU und Umweltschutz, dafür brennt ihr nicht. Ja, ihr brennt für den Umweltschutz, für die Kohle, mit Kohle, Kohlekraftwerk, für die Energie brennt ihr, brennende Energie mögt ihr. Da muss man schon sagen, Diskussionen sozusagen um die Integrität von Politik sind da nicht vertrauensbildend. Wichtig ist aber, dass wir da offen und transparent sind und so wie wir heute breit über Inhalte... Offen und transparent, das finde ich gut. Das Wort aus Amters Mund. Ich hätte fast Maul gesagt, das wäre mir lieber gewesen. Offen und transparent. Philipp Amthor, offen und transparent, das ist schön, brauche ich glaube ich nichts dazu zu sagen, dass der sich traut, diese Worte auszusprechen, dass er sich traut, ja. Ja, das ist das, was man in der Politik auch machen muss. Moto 4 fragt, offen und transparent. Kannst du nachvollziehen, dass das Vertrauen in Politiker verloren geht, wenn es Skandale gibt wie von dir, fragt er jetzt, wenn sich jeder Politiker verkaufen lässt. Ja, ich kann das nachvollziehen. Das Lobby ist Lobbyismus, jetzt kommt es mir endlich, wo er gerade offen und transparent gesagt hat, dass der sich das traut, diese Worte noch auszusprechen, dass der sich nicht aus dem Wortschatz gestrichen hat. Dass solche Debatten natürlich Vertrauen kosten und das ärgert mich auch. Das sage ich in voller Ernsthaftigkeit. Das ärgert mich total, genauso wie wir darüber gesprochen haben, dass ich mich natürlich freue, wenn die Leute meine Reden auf YouTube verfolgen, inhaltlich nachfragen. Ärgere ich mich natürlich darüber, dass sozusagen durch diese Melange jetzt dann manches Mal Inhalt in den Hintergrund rückt und... Ärgerst dich, dass es aufgeflogen ist. Wäre das mal nicht aufgeflogen, hätte man da, wäre das mal nicht ans Licht gekommen, wäre das mal geheim geblieben, dann hätte es jetzt nicht Aufregung darum gegeben. Das ist ja ärgerlich, das. Und anderes in den Vordergrund. Und insoweit sage ich da auch ganz klar, das habe ich immer gesagt, nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch politisch klug und ich habe da auch Fehler gemacht, ganz klar. Außerdem wird auch generell nach dem neuen Lobbyregister gefragt, welches ja jetzt auf den Weg gebracht wird. Oder auch nicht. Wurde mal wieder nicht auf den Weg gebracht.
Das war, glaube ich, jetzt wieder mal News, ich glaube, von letzter Woche noch irgendwie, das ist relativ aktuell, dass das glaube ich, Register mal wieder verändert wurde, hat irgendwie mal die CDU oder mal, hat irgendwie mal wieder, das habe ich nicht zu sehr durchgelesen, weil es ist, ja, hat mich kurz aufgeregt, habe ich gesagt, ja, hätte man echt kommen sehen. Das ist, wurde, glaube ich, jetzt irgendwas wieder gestoppt, habe ich irgendwie, dunkel kann ich mich daran erinnern, da mal was gelesen zu haben. Es ist, dass da mal wieder jemand versucht hat, die Lobbyregister einzuführen und da mal wieder ein Gesetzesvorstoß vereitelt wurde. Ja, nun mal so, dass in diesem neuen Lobbyregister nicht alles eingetragen werden muss. Da gibt es, ja, ich sag mal so viele Aussparungen, also gewisse Treffen oder Beispiel oder Kaffeetreffen oder gewisse Gespräche, was besprochen wird, muss ja alles eigentlich nie aufgeführt werden. Es muss aufgeführt werden, dass ein Lobbyist, eine Lobbyistin ein Lobbyist ist. Viel, viel mehr nun aber auch nicht. Ist das richtig und ist das genug so? Also ich will ganz deutlich sagen, ich war nie ein Gegner eines Lobbyregisters und auch nicht des jetzigen Vorschlages. Ich finde, das ist eine gute Variante, die da ausgearbeitet wurde von CDU, CSU und SPD. Das finde ich vernünftig und man muss auch sagen, in der jetzigen Debatte schon heute ist natürlich viel reguliert. Der Großteil der Aktenführungen zum Beispiel in der Bundesregierung kann mit dem Informationsfreiheitsgesetz herausverlangt werden und auch wir als Bundestag. Schützt es trotzdem nicht davor, dass dann sowas geheim bleibt, dass ein Philipp Amthor dann hier korrupt wird und dass sich hier Sachen spendieren lässt, die er sich nicht hätte spendieren lassen sollen. Es ist ja, was soll ich sagen? Wenn sich mal jeder eintragen müsste für alles, was er kriegt und so weiter, das ist dann, das mal gut laufen würde. Ich finde ja die Idee vom Semsrott immer noch ganz gut, die er ja auf der Jacke dort, auf der, die er mal im Europaparlament gezeigt hat, so bei einer Rede, wo er dann gesagt hat, dann ist eine Idee nicht nur von Semsrott, sondern auch von der Gesamtpartei dann, dass die Abgeordneten alle Buttons oder Kleber auf den Anzügen tragen müssen für alle Firmen, für die arbeiten. Das muss nicht so groß sein wie beim Nico Semsrott, sondern das ist einfach so wie ihr seht es beim Amto, dieses kleine Deutschland oder dieses kleine CDU-Logo auf dem Anzug, dass man halt einfach so, dass man alles anklebt, dass man hier alles, dass man für jedes so ein winziges, muss nur so ein kleines winziges richtiges Ding sein. Und wenn du halt nur zwei, drei Firmen hast, dann sieht das halt noch schön aus. Da hast du halt dann so ein paar, wenn die ordentlich anordnest, hast du dann halt so, sieht das aus wie bei so einem Soldaten, der halt so ein paar Orden dran hat und so weiter. Und wenn du halt verkaufst und bei allen, das ist halt, man kann es vielleicht auch so machen, wenn je größer, also je mehr du von denen unterstützt wirst, desto größer wird der Button. Wenn du halt dann so einen riesigen Button drauf hast, dann weißt du halt, ja, uff. Wenn es halt nur so ein kleiner Button ist, dann weißt du halt, nur zwei, drei kleine Button hast und halt, wenn dein Jackett aussieht wie von einem Clown, weil da halt 50, 60 Dinger dran hast, dann ist halt, dann fragen sie dich halt, oder warum bleibst du mit einem Clown nur rum, mit einem Jackett voller Buttons dran? Das ist halt, ja. Als Beispiel einfach mal, das könnte dann so aussehen wie, schaut unseren nächsten Podcast, der kommt am Mittwoch raus. Bilateral Podcast lief am Samstag auf meinem Twitch-Kanal live. Da hat man es gesehen. Oder dann am Freitag auf YouTube auf dem Bilateral Podcast-Account. Da hatte ich meinen Parteianzug an, mein Parteijacket an. Genauso wird das dann aussehen, wenn dann viele Unternehmen hast, die dann halt, ist ja die ganze Seite halt hier mit, ja, also da relativ viele Buttons dran. So sieht das dann aus, wenn du halt so im Bundestag rumläufst, dann ist halt, wenn du so rumlaufen musst, dann, das wäre auch ein gutes Lobbyregister, das wäre ein guter Ersatz, dass du halt öffentlich für die Kameras dann, dass du dann im Interview erklären musst, ja, das steht für die und von denen werde ich supportet, von denen werde ich unterstützt, so wie Formel 1 fahre, wenn du halt dann hinten auf deinem Rücken dann ein fettes Red Bull draufstehen hast, dann wirst du auch nicht mehr ernst genommen. Ja.
Bundestagsabgeordnete haben ja schon heute Verhaltensregeln, Transparenzanforderungen, an die wir uns halten, denen ich auch nachgekommen bin. Und deswegen ist eben wichtig, aus meiner Sicht klar, dass man da immer eine Balance findet. Denn es gibt natürlich immer konfligierende Rechtsgüter, die man abwägen muss. Es gibt die Freiheit des Mandats, die sozusagen Freiheiten auch der Abgeordneten beinhaltet. Es gibt sozusagen berufsrechtliche Freiheiten, aber es gibt eben auch legitime Transparenzinteressen der Öffentlichkeit. Das muss man miteinander abwägen, und dass wir da jetzt sozusagen mit dem Lobbyregister nochmal nachziehen, das halte ich für eine vernünftige Regelung. Die hat ausdrücklich meine Unterstützung, und gegen so einen Vorschlag hätte ich auch nie irgendwie was von der Sache einzuwenden gehabt. Wichtig ist nur, dass die Arbeitsfähigkeit des Parlaments erhalten bleibt, aber das heißt nicht, dass... Arbeitsfähigkeit. Ich weiß schon, wie ihr das definiert, wie das ja schon funktioniert, die Arbeitsfähigkeit. Dass es irgendwelche Graubereiche da geben sollte. Und das letzte Frage... Dann muss auch ein richtiges Lobbyregister sein, dann muss auch vernünftig sein, dass auch jeder sich einträgt, dass auch jeder Abgeordnete und jeder Lobbyist sich einträgt, dass man das auch öffentlich abfragen kann, das ist auch wichtig, dass das jeder abfragen kann. Das ist halt auch öfters mit ziemlich viel Bürokratiekrams zu tun. Und halt da, wenn du im Bundestag irgendwas abfragen willst, dann musst du dann erstmal Anträge und so weiter. Das muss dann halt auch jeder Bürger hingehen können und dann sagen können, ich möchte mal bitte jetzt sehen, mit welchen Firmen und mit welchen Leuten der Philipp Amthor diesen Monat oder dieses Quartal gearbeitet hat, mit wem. Das muss dann transparent sein, das muss dann auch jeder, muss dann zu dir nach Hause geschickt werden, das muss dann jeder theoretisch zu sich nach Hause schicken können. Das ist dann, so muss ein Lobbyregister funktionieren. Gefragt, James, wie gehst du eigentlich ganz persönlich um mit dem Hate, auch bezüglich deines Fehltritts? Ja, also es gehört natürlich in der Politik dazu, dass man nicht immer nur Lob und Anerkennung und Dank für politische Arbeit bekommt. Das ist ganz einfach so, und man muss sehen, als Person, die in der Öffentlichkeit steht, verwandelt sich natürlich eine mediale Präsenzfläche in Zweifelsfällen auch. Das ist kein Hate, das ist berechtigte Kritik, das ist die Wahrheit, das ist berechtigte Kritik, das. Aber von mir kommt kein Hate, das ist alles berechtigt, das ist. Wenn ich zu einem Politiker sage, dass er ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch. Das ist kein Hate, das ist die Wahrheit. Das ist kein Hate. Hate ist unberechtigt. Hate sagt immer, wenn ich Modi als Arschloch betitle, na gut, der ist auch ein Arschloch, aber das ist auch die Wahrheit. Aber wenn jetzt irgendjemand Fremden als Arschloch beleidigt, dann ist das Hate, weil das unberechtigt ist. Aber es ist, ja, das ist kein Hate, das ist mal schnell in eine politische Angriffsfläche. Das ist ganz einfach so, und am Ende sage ich, gerade mit Blick auf die zurückliegenden Debatten im Sommer und die Kritik, die ich da erfahren habe, derjenige, der sich darüber am meisten ärgert, bin ich selbst, weil ich mich natürlich total ärgere, dass darüber dann die Integrität in Zweifel gezogen wird, weil ich glaube, meine Leidenschaft für die Sache, für die Debatten, auch für unsere Generation, die ist da 0,0 gebrochen, und deswegen ist mir natürlich enorm am Herzen gelegen, jedes verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Vielen lieben Dank dir, Philipp, und danke für deine offenen Antworten. Ja, hat viel Freude gemacht, und Grüße an die Community, und in so einem Format immer gerne, soweit es geht. Ich kann nicht immer alles beantworten, freue mich aber auch über sachliche, positive Zuschriften, und so ein Format wie heute hat viel Spaß gemacht. Soweit also Philipp Amthor. Und jetzt noch eine kleine Anekdote vom Dreh und vom Interview selbst. Denn kurz bevor wir das Interview wirklich begonnen haben, haben wir natürlich noch Smalltalk gemacht und gehalten, so wie man das natürlich macht. Und ihr habt auf dem Bild ja gesehen, dass da links die Deutschlandflagge stehen hat, rechts übrigens das Friedrich-Merz-Bild. Und die habe ich festgestellt ganz am Anfang. Habe ich schon gesagt, war mir... Deutschlandflagge und Friedrich Merz habe ich sofort festgestellt. Und kurz bevor wir die Aufnahme aufgenommen haben, kurz bevor ich auf den Record-Button gedrückt habe, meinte er noch zu seinem Kollegen, schau mal, dass die Deutschlandflagge noch im Bild steht. Ich fand, das war ein sehr
Ach, er hat es nochmal extra platziert fürs Video. Die Deutschlandflagge war ihm wichtig. Naja. Interessantes kleines Detail, dass er auf sowas achtet und darauf Acht gibt. Und noch eine Sache. Da die Ereignisse in den USA sich aktuell überschlagen, äußere ich meine Meinung gegenüber Donald Trump zum ersten Mal in meinem vergangenen Video und sage euch, warum ich finde, dass er vorzeitig zurücktreten bzw. Jetzt ist er ja weg. Das ist oben im Video ist das Video verlinkt. Und wenn ihr dieses Video bekommt, dann unbedingt. Übrigens, Breaking News, falls ihr das noch nicht erfahren habt, wir haben es im Podcast auch noch nicht angesprochen. Der Trump, der wurde jetzt hier das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, das wurde abgeschmettert wurde. Das haben sie nicht durchgelassen, der wurde freigesprochen. Das heißt, der wurde jetzt zum zweiten Mal freigesprochen. Das heißt, er kann 2024, ich glaube 2024 ist die nächste Wahl dann. Kann 2024 neu gewählt werden, kann er nochmal neu antreten, kann nochmal Präsident werden. Er hat ja schon gesagt, dass er nochmal zurückkommt, dass er wieder in irgendeiner Art wieder da ist. Wenn jetzt durch das Amtsenthebungsverfahren verklagt worden wäre, dann hätte er nicht mehr antreten können, aber jetzt besteht noch die Chance, dass er es machen kann. Jetzt kann er wieder zurückkommen. Das war jetzt ein kleiner Breaking News, was gerade erwähnt wurde. Und bis dann. Werbung. Ja, lasst ein Abo da bei ihm, bei dem großartigen Kanal. Lasst ein Abo bei meinem Kanal da. Das jetzt auf YouTube hochladen noch nachher. Glocke bei beiden Kanälen, bei meinen Kanälen, bei meinem Kanal, bei auch dem Podcast-Kanal könnt ihr gerne abonnieren. Ja, schaut das Video nochmal bei, wenn ihr wollt, bei Marvin Neumann an. Link ist in der Videobeschreibung auf dem YouTube-Kanal, wenn ich das nachher veröffentliche. Jetzt könnt ihr das hier, wenn ihr das jetzt nochmal gucken könnt, Marvin Neumann müsst ihr nochmal eingeben, wenn ihr jetzt hier auf Twitch live zuschaut.